Ging nicht um Gold, aber um Silber, um Quecksilber. Tal des Todes hieß es. Eine Legende der Indianer sagte, der Teufel. Der Teufel würde dort wohnen. Aber in Wirklichkeit war der Herrscher dieses Tals schlimmer als der Teufel, wenn ich mich nicht irre. Er hielt die Arbeiter wie Sklaven. Männer, Frauen und sogar Kinder mussten Tag und Nacht in den giftigen Dämpfen schuften, bis sie... Naja, ihr könnt ja schon denken, was ich meine. Diesen Teufel kümmert das Schicksal der Menschen nicht. Er wollte nur eins. Geld. Ach. Hola, hieß er, wenn ich mich nicht irre. Juanito! Hola, señor, buenos días! Wie ich sehe, sind unsere Gäste heute nicht besonders fleißig. Kann man das nicht ändern? Sí, claro que sí! Schneller, Männer! Más rápido! Señor, Sie arbeiten wie el Diablo. Wie sagt man? Wie el Teufel! Ah! Ja, so will ich Sie sehen. Bedauerlich, dass niemand wissen darf, dass wir diese alte Mine wieder in Betrieb genommen haben. Wäre sonst sehr stolz darauf, jedem ein eifriges Personal vorzuführen. Sie, wunderbare Leute, hä? Ah. Ah. Ah, Hilfe, ich brenne! Nein, nein, Hände auf! Oh, 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 oh. Lösch mich! Hilfe! Oh nein, nein! Ich brenne auch! Oh, Hilfe! Hilfe! Santa Madre de Dios! Schafft die Menschen hier raus! Im Schleuder gab es eine Explosion! Wir brauchen Wasser und was zum Verbinden! Schnell! Bravo, bravo, bravo! Unser Herr Graf spielt sich zum Retter auf! Senor! Ich glaube, langweilig im Stollen. Herr von Adlerhorst, ich bedauere zutiefst die Unannehmlichkeiten, die wir euch bereiten. Aber ich flehe zu Gott, dass ihr unser Etablissement dennoch weiterempfehlen werdet. Ihr behandelt diese Menschen schlechter als Vieh. Das Vieh kann ich wenigstens noch fressen, wenn es krepiert ist. Die da wohl kaum. Aber seht, Milord. Es gibt ja auch genug davon. Ich schwöre euch, Roland, wenn ich je diese Ketten loswerde, dann werde ich euch töten. Nicht für das, was ihr mir antut, sondern diesen armen Menschen hier. Oh, el señor Adlerhorst ist ein edler Ritter. Un noble caballero, eh? Ja, der Adel ist wohl doch nicht so schlecht und dekadent, wie man immer sagt. Nur bedauerlich, dass Herr Martin von Adlerhorst seine Freiheit wohl nie wieder genießen kann. Tja, das hier ist eine Stellung für das ganze Leben, bis der Tod kommt. Ich könnte dich ganz leicht umbringen, Adlerhorst. Aber das wäre zu einfach, zu wissen, dass du hier langsam verreckst und sich deine Geliebte, diese Paloma Nakana, die Augen aus dem Kopf heult. Ein wunderbares Gefühl. Ihr verfluchter Bastard! Ihr enttäuscht mich, Milord. Wo bleibt eure gute Kinderstube? Vamos, Adlerhorst, schneller, los! Senor, ich kehrte ihn bei dem jungen Indianer an. Ist der Sohn eines Häuptlings, Süßer? Mon Dieu, gute Gesellschaft für den Herrn Graf. Ach, Juanito. Sí, digo, Senor. Wenn er nicht spurt, ja. Lass die Peitsche sprechen. Aber schön der Länge nach. Querstreifen. Machen so entsetzlich dick. Ah! Le Flor, lade den Brandy auf den Wagen. Unsere roten Freunde sollen nicht auf ihr geliebtes Feuerwasser warten. Newton, Juanito. Sí, diga, señor. Ihr kommt mit. Ja. Le Flor, du bewachst mir die Mine. Ich will hier keine weiteren Unfälle. So, und jetzt auf ins Lager der Maricopas. Der eiserne Pfeil
ist bestimmt schon ganz durstig. Aber Apachen grüßen die Paloma Nakana. Die Paloma Nakana dankt ihren Brüdern. Sie sind sehr großzügig. In euren Adern fließt das Blut der Weißen, aber auch das Blut eurer Mutter, die eine heilige Frau vom Stamme der Apachen war. Eure reine Seele ist wie ein sauberer Bach in einem Meere des Dunkels. Von der Paloma haben die Chiricahua erfahren, dass nicht alle Weißen wie der Sturm sind, der über das Land fegt und alles vernichtet, was sich ihm in den Weg stellt. Cointa! Die Augen dieses stolzen Tieres sind tiefer als jeder Gebirgssee. Sie schauen auf den Grund meiner Seele. Winnetou, der Häuptling aller Apachen, ließ Cointa bei mir. Wenn mir Gefahr droht, soll Cointa ihn rufen. Meine Krieger haben die Trommeln des Krieges vernommen. Die Maricopas gehorchen dem eisernen Pfeil, dessen Geist vom Feuerwasser zerfressen ist. Feuerwasser? Das Elixier, das in der Kehle brennt und auch am Tage schöne Träume schenkt. Er hasst dich, weil er glaubt, dass du es bist, die den Chiricahua ihre Stärke schenkt. Unsere Späher sagen, dass er seine Krieger zum Kampf gegen euch führen will. Weiß Winnetou von den Plänen des Eisernen Pfeils? Nein, er ist in das Land des Heiligen Tons geritten. Cointas Flügel sind schnell. Er wird Winnetou zu uns bringen. Ich danke euch, Latanalgut, für die Warnung. Meine Krieger würden ihr Leben für euch geben, Paloma. Die Paloma würde ihr Leben geben. Zu wissen, wo sie Martin von Adlerhorst finden kann. Den Mann, dem ihr Herz gehört. Die Chiricahua trauern mit der Paloma. Das junge Bleichgesicht ist verschwunden. So wie Lata Nalguts Sohn, der schnelle Wind. Möge Manitou wieder beide zu uns führen. Eiserner Pfeil war der Häuptling der Maricopas. Er war streng und ohne die Güte vieler anderer Häuptlinge. Sein Verstand war benebelt vom Alkohol, sein Herz folgte nur dem Brandy, mit dem ihn der Schurke Ulan schon vor langer Zeit gefügig gemacht hatte. An jenem Tag waren die Vorräte an Feuerwasser im Lager der Maricopas zur Neige gegangen. Der Eiserne Pfeil wartete ungeduldig auf Ulan und den versprochenen Nachschub. Sind die Kundschafter noch nicht wieder zurück? Noch keine Spur von so einer Tacker? Wer ist der Hund, der es wagt, den eisernen Pfeil warten zu lassen? Er soll meinen Zorn spüren. Ach! Wer hat dich gerufen, Squaw, hä? Scher dich wieder in dein Wigwam und bereite mir etwas, das eines Häuptlings würdig ist. Ich grüße den eisernen Pfeil und hoffe, dass Manitou ihm und seinem Stamm wohlgesonnen war. Sonataka, der silberne Mann, ist von der Krankheit aller Bleichgesichter befallen, die richtige Stunde zu verpassen. Schon bei Sonnenaufgang wollte er im Lager der Maricopas sein. Verzeih mir, aber in meinem Tal gab es weiße Männer, die mit dem explodierenden Feuer nicht umgehen konnten. Sie, einige verloren ihr Leben
Están muertos. Zerstörten Sie etwa auch das Feuerwasser? Nein. Es ist hier. Das Wasser, das den eisernen Pfeil mächtige Träume erleben lässt. Son Ataka hält sein Wort. Moment. Ich hoffe, auch der eiserne Pfeil hält sein Wort. Das Wort der Maricopas ist heilig. Mojito! Wann werdet ihr die Mission der Paloma angreifen? Noch 2 Sonnen und die Paloma wird in Fesseln liegen. Sie wird im Lager der Maricopas die niedrigsten Arbeiten verrichten. Nur gefangen nehmen? Das ist zu wenig. Zu wenig? Son Ataka spricht in Rätseln. Jeder Rote würde lieber sterben, als in den Händen seiner Feinde weiterleben zu müssen. Ja, aber die Paloma Nakana ist gefährlich. Die Apachen werden sie befreien wollen. Wenn ihr sie aber tötet, dann... Die Paloma Nakana töten? Man sagt, es umgibt sie ein mächtiger Zauber. Der eiserne Pfeil ist ein feiger Wurm, der sich sogar nur vor seinem eigenen Schatten fürchtet. Du wagst es, mich zu beleidigen? Stirb, du Kojote! Komm, lass uns diesen Kampf beenden. Stei! Mein Zauber ist ebenso mächtig wie der der Paloma. Und denk an Aglandor, den Donnervogel. Auch wenn ihr seine Grausamkeit fürchtet, so hat er euch doch immer beschützt. Und vergiss nicht, mein Feuerwasser gibt dir die Macht, die Welt mit den Augen des großen Geistes zu sehen. Doch mein Feuerwasser wird nur sprudeln, wenn du die Paloma tötest. Dann soll sie sterben. Son Ataka ist ein Freund der Maricopas, auch wenn er seine Zunge hüten muss. Wir werden deinen Wunsch erfüllen. Aber die Maricopas besitzen nur wenig Donnerbüchsen. Die Postkutsche nach Santa Fe befördert Waffen für den Gans mit. Wäre doch möglich, dass der Transport verloren geht. Ah, wenn das kein Kundschafter der Chiricahua-Apache ist. Du wagst es, in das Lager der Maricopas einzudringen? Du musst tapfer sein wie der Luchs oder dumm wie das Opossum. Du wirst am Marterpfahl sterben. Nicht so eilig. Vielleicht weiß er etwas, das uns nützt. Ach. Offenbar weiß dein Häuptling, dass wir etwas planen. Sonst hätte er dich nicht geschickt. Was genau weiß er? Okay. Wenn du nicht sprechen willst, dann brauchst du auch keine Zunge mehr. Bringt ihn um. Vielleicht wird das hier seine Zunge lösen. Und wenn nicht, die Aasgeier freuen sich schon. Der eiserne Pfeil wird mich wiedersehen, wenn er mir die Leiche der Paloma Nakana zeigt. Paloma Nakana wird sterben. Ja! Hey! Vamos! Ja! Ja! Nur meine roten Brüder und ich kennen den Weg in das Tal des Heiligen Tons. Als junge Krieger gehen wir dorthin, Ton zu suchen, aus dem wir unsere Kalumet, die Friedenspfeife, brennen. Als Häuptlinge kehren wir in das Tal zurück, um mit Manitou zu sprechen. So wie ich damals. Winnetou war fast noch ein Kind, als er zum ersten Mal in das Land des Heiligen Tons kam, um mit dir zu sprechen. Sein Vater in Chuchuna wies ihm den Weg zu diesem Ort, der den Weißen verborgen ist. Diese Erde, aus der die Friedenspfeife gebrannt wird, ist geweihter Boden. Der Wind,
trägt den Rauch der Friedenspfeife in alle vier Himmelsrichtungen und verkündet Frieden. Quinta, das Feuerauge. Was will Quinta Winnetou sagen? Paloma. Paloma Nakana ist in Gefahr. Nakamichi. Ja, ja, Leute. Nur noch wenige Augenblicke und dann seht ihr nicht nur dieses dampfende und schnaubende Wunder der Technik, dass ich, Dr. Jefferson Hartley, eigenhändig und im Schweiße meiner Füße konstruiert habe. Dann seht ihr ein noch viel größeres Wunder. Ein Wundermittel, das seinesgleichen sucht. Ihr könnt die Küsten rauf und runter reisen. Ihr werdet es nirgendwo finden. Nicht einmal auf den Gipfeln der Rocky Mountains, geschweige denn in den Schluchten des Grand Canyon. Und selbst die Roten werden gelb vor Neid. Hier, meine Herrschaften, hier seht ihr das Wunder des Westens. Nein, 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 nicht dieser Klappstuhl. Den habe ich gerade ausgegraben. Nein, meine Herrschaften, hier seht ihr's. Hartleys blaues Wunderwasser. Bitte sehr. Was? Habt ihr... ein lahmes Bein? Habt ihr da, ein tränendes Auge? Habt ihr habt ihr einen eingewachsenen Zehennagel? Madame, habt ihr ein schwaches Herz? Gegen all das hilft Hartleys blaues Wunderwasser. Es kann noch mehr. Auch eure Pflanzen brauchen Hartleys blaues Wunderwasser. So. Ja. Oh! Ja! Selbst die Blumen sind Feuer und Flamme für Hartleys blaues Wunderwasser. Komm, geh aus. Aus jetzt! Wer jetzt kauft, der bekommt nicht nur eine Fiole blaues Wunderwasser, nicht zwei, nein, der erhält drei Fiolen blaues Wunderwasser und dieses praktische Bowie-Messer gratis dazu. Ja, das alles zu einem einmaligen Preis. Nicht $40, nicht $30, nicht $20, nein, ihr bekommt Hartleys blaues Wunderwasser für $19,45. Seid ihr begeistert? Ich bin begeistert! Los, kauft, Leute, kauft! Ja, das muss bitte dieser verrückte Quacksalber sein, von dem wir schon in Carson City gehört haben, wenn ich mich nicht irre. Alpha Pips noch einmal! Genau so soll der knatternde Waschkessel von dem Schlawiner ausgesehen haben. Den er an und von nichts, aber eine Küche so groß wie ein Kachelöfen. Na komm mal gut zur Kölm, schauen wir uns denen mal an. Was für Beschwerden haben wir denn? Na, also was ihr habt, weh Schnee, aber... Also ich für meinen Teil, ich leide unter Hühneraugen. Hühneraugen? Ne? Ich finde, ihr guckt ganz normal. Ein echter Fachmann, wenn ich mich nicht irre. Sagt noch mal, wie heißen ihr überhaupt? Jefferson Hartley. Doktor. Versteht sich. Doktor, so. Also ich glaube ja, wer so ein vorsintflutliches Dampfrohr bauen tut, der hat doch auch nicht alle Murmeln in der Tüte, hä? Meine Herrschaften, das ist ein Lokomobil. Ein Lokusmobil. Was, ein Klo zum Reisen? Ein Lokomobil. Damit werden in einigen Jahren Hunderte, was rede ich, Tausende durch unsere Städte fahren. Ja, also ich bleibe lieber bei meiner Mary. Die macht keinen Krach,
Ich brauche keine teure Kohle zu füttern und vor allem sie qualmt nicht, wenn ich mich nicht irre. Außer wenn sie Bohnen gefressen hat, ne? Ja, schon gut, schon gut. Stell dich doch mal ordentlich vor. Na klar. Mein Name ist Heliogabalus Morpheus Eduard Franke aus Moritzburg bei Dresden. Aber hier im Westen, oder, werde ich freilich bloß der Hobbelfränk genannt. Und ich bin Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre. Und ihr seid ein übler Scharlatan und betrügt arglose Pharma. Ne, deshalb wird man das später bestimmt doch mal Pharmaindustrie nennen, ne? Und so etwas dulden wir zwei Hübschen nicht und meine Lydia ist recht nicht. Ich muss doch sehr bitten, Mr. Hawkins. Ich muss sehr bitten, Hartleys blaues Wunderwasser ist ein Produkt, das ich selbst nach einem Geheimrezept herstelle. Ich habe ausschließlich zufriedene Kunden. Ach, hat sich noch nie einer beschwert? Nein, nie. Alle lieben Hartleys blaues Wunderwasser. Da ist der Quacksalber, Männer. Der wird geteert und gefedert. Halt, nicht so schnell, wenn ich mich irre. Warum schützt ihr diesen Betrüger? Weil wir etwas gegen Lynchjustiz haben. Was hat er euch denn getan? Mein Name ist Trivette. Er hat mir dieses Wundermittel verkauft. Gegen meine Kopfschmerzen. Und jetzt seht. Bei Kopfschmerzen keine äußere Anwendung. Bei dir werden wir gleich den Strick anwenden. Bei Risiken und Nebenwirkungen, da lynchen Sie Ihren Arzt und skalpieren Ihren örtlichen Quacksalber, oder was? Sieht aus, als seid ihr ihm nicht besonders grün, wenn ich mich nicht irre. Der Kerl ist gemeingefährlich. Ich habe meiner Kuh Carol von dem Zeug zu trinken gegeben und jetzt ist sie ganz lila. Lila? Was? Ja, und mir hat er das Zeug gegen meine Halsschmerzen verkauft. Das finde ich aber überhaupt nicht komisch, wenn ich mich nicht irre. Und deshalb jagen wir jetzt sein verdammtes Labor in die Luft. Nein, das ist nicht. Nicht, nicht, das. Bitte nicht! Los, Männer, und jetzt schnappen wir uns den Kerl! Hilfe. Der soll kein Schind oder was sein! Halt! Lass den Mann zufrieden! Sam Hawkins und Hobbelfrank werden sich um ihn kümmern, wenn ich mich nicht irre. Ihr seid Sam Hawkins und Hobbelfrank? Ne, einfach freilich. Nun hobbel doch nicht schon wieder, Frank! Hey, nun gut, ihr seid standhafte und ehrliche Männer, ja? Vor denen sich jeder Schurke in Acht nehmen muss. Dann sollt ihr ihn haben. Kommt, Jungs. Aber geht nicht zu gnädig mit dem Quacksalber um. Nee, wenn wir mit dem fertig sind, dann ist der moralisch so geteert und gefiedert, dass er anrichtig nackig gegen den Aussehen tut, ne? Ist wohl besser, wir bleiben bei euch, bevor noch ein paar zufriedene Kunden auftauchen, wenn ich mich nicht irre. Na was, ne? Wo sollten wir jetzt hingehen? Zum Saloon der Senorita Miranda. Dort gibt es bestimmt eine Menge Kunden, die an Sodbrennen leiden. Nur eine Tagesreise von der Mission der Paloma Nakana entfernt lag das Pueblo der Chiricahua Apachen. Sie lebten mit den Maricopas in Feindschaft. Als Häuptling Latanalgo, die starke Hand, an diesem Tag mit seinen Kriegern in sein Dorf zurückkehrte, war er verbittert. Der Häuptling und seine Krieger hatten eine schreckliche Entdeckung gemacht. Latanalgo, die starke Hand, freut sich, die Frauen und Kinder seines Stammes wiederzusehen. Doch seine Freude ist getrübt, denn unten am Fluss fanden meine Krieger einen unserer Brüder, ermordet von Bleichgesichtern, deren Spur wir gefunden haben. Yatoka, der flinke Hirsch, ist in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Doch sein Tod soll gerecht werden! Hau! Hau! Möge Manitou unseren toten Bruder in Gnaden aufnehmen. Mögen ihm seine Mörder einst in den ewigen Jagdgründen dienen, wie es das Gesetz der Chiricahua Apachen verlangt. Musik.
Latanalgut, die starke Hand, grüßt Winnetou, den Häuptling aller Apachen. Und Winnetou grüßt Latanalgut, den Häuptling der Chiricahua-Apachen. Cointa, das Feuerauge, führte mich hierher. Gefahr schwebt über der Paloma Nakanda. Ja, die Maricopas. Der eiserne Pfeil will die Paloma töten. Das Feuerwasser beherrscht seinen Geist. Er wird keine Gnade mit der Taube der Wälder kennen. Und Winnetou wird keine Gnade mit dem eisernen Pfeil kennen. Wenn er es nur wagt, der Paloma etwas anzutun. Ist euer Lager sicher? Ja, die Frauen und Kinder sind hier sicher. Auch Harry, der Sohn des weißen Häuptlings in Chavanonton, ist hier. Ihr sprecht über meinen Vater? Oh, hallo Winnetou. Winnetou grüßt den kleinen Jäger, den Sohn seines Freundes Old Firehand. Du lernst mit Pfeil und Bogen zu jagen? Ja, die Krieger haben mir gezeigt, wie man den Büffel beschleicht. Das geht ganz einfach. Schau. Aha. Oh. Naja, nicht gerade ein Büffel, aber für den Anfang nicht schlecht, oder? Der kleine Jäger wird ein tapferer Mann sein, wenn er erst einmal so groß ist wie sein Vater. Ja, und genauso berühmt, mindestens. Ganz bestimmt. Denn seine Mutter Ribana war eine schöne und kluge Frau. Hey, schau, wer da kommt. Ha! Harry! Schmeiß mich ja fast um. Die Maismaten schmecken dir wohl, so stark, wie du geworden bist. Ja, und es gab Bärenschicken und wir haben die Büffeljagd und wie meine Spur des Hirsches findet und wir haben im Fluss gebadet und... Nicht alles auf einmal. Wir haben doch heute Abend noch so viel Zeit zum Erzählen, wenn wir beide erstmal am Lagerfeuer sitzen. Wir sind doch zwei richtige Westmänner, wir beide, oder? Klapper, echt, da geht's nicht. Dachte ich mir doch. Komm mal her. Winnetou. Old Firehand. Es freut meine Augen, dich wiederzusehen. Winnetou freut sich auch. Es ist so lange her, seit wir uns am Silbersee getrennt haben. Ja, die Monde kamen und gingen. Und ich danke meinen Freunden, den Chiricahua Apachen, dass ihr auf Harry aufgepasst habt, als ich weg war. Übrigens, der Abbau am Silbersee geht gut voran. Miss Patterson leistet hervorragende Arbeit als Ingenieurin. Winnetou wünschte, seine Nachrichten wären ebenso gut. Der eiserne Pfeil will die Mission der Paloma Nakana überfallen. Das lassen wir nicht zu. Wann reiten wir? Noch bevor die Sonne versunken ist. Aber Pa! Die Krieger der Maricopas werden keine Zeit verlieren. Reiten die Chiricahua Apachen mit uns? Meine Krieger werden bald folgen. Vielleicht finden wir auch eine Spur des schnellen Windes. Was ist mit deinem Sohn? Er ritt auf die Jagd. Aber er kehrte in die Pueblos seiner Väter nicht mehr zurück. Später fanden wir sein Pferd. Tot. Von ihm keine Spur. Harry, du hast das eben alles gehört. Es tut mir leid, kein Lagerfeuer heute Abend. Aber ich verspreche dir, ich bin bald wieder da. Warum kann ich denn nicht mitkommen? Ich kann schon sehr gut mit Waffen umgehen. Weil das kein Spiel ist, es wird gefährlich. Wenn es gefährlich wird, dann will ich aber bei dir sein. Winnetou, reite doch schon mal voraus. Ich glaube, ich habe mit dem jungen Krieger hier noch was Ernstes zu bereden. Setz dich mal her. Kleiner Draufgänger wärst. Mom wollte aber doch auch, dass sie ein tapferer Krieger werde. So wie sie eine tapfere Squaw war. Ja, sie war tapfer.
Aber jetzt musst du uns beiden gehorchen und hierbleiben. Versprochen? Hey. Versprochen. Danke. Du wirst sehen, ich bin schneller zurück, als du Chirikawa sagen kannst. Hey! Go! Chirikawa! Tja, jetzt hab ich's gesagt, aber er ist immer noch nicht wieder zurück, wie er versprochen hat. Dann brauch ich mein Versprechen ja auch nicht zu halten, oder? Ja! Bravissimo, Senorita! Nun, hat dir die Vorstellung gefallen? Ach, du gefällst mir doch immer. Das freut mich zu hören. Und jetzt trink deinen Whisky aus. Ich will Geld verdienen. Milli! Che passa? Kannst du nicht aufpassen, du dummes kleines Geschöpf? Wo hast du deine Augen und dein Verstand? Und jetzt stell dich vor, du elende Kröte. Oh. Diese kleine Trampe zerstört mir noch das ganze Haus. Du bist zu nachgiebig. Ja, wer nicht gehorcht, kriegt die Peitsche. Das sollte ich auch einführen. Allerdings. Komm, es gibt etwas Wichtigeres als diese blöde Schlampe. Schon bald wird der eiserne Pfeil und seine Krieger die Paloma töten. Ach, wirklich? Ja, wenn ich's doch sage. Er hat Angst, dass ihm der Brandy ausgeht. Für den wird er glatt barfuß durch die Hölle gehen. Ah, und wenn die Paloma tot ist? Werden sich die Apachen furchtbar an den Maricopas rächen. Das wird der blutigste Indianerkrieg der letzten Jahre. Dann traut sich kein Weißer mehr ins Indianerland. Oder in die Nähe meines Todestags. Und keine wird die Minen entdecken. Schlaues Kind. Schau mal. Was ist das denn für komisches, fahrendes Volk? Ja, Leute, da staunt ihr, da staunt ihr. Und ihr habt auch allen Grund dazu. Bei mir gibt's das Wundermittel des wilden Westens. Hartleys blaues Wunderwasser. Da klappert die Schlange, da murmelt das Tier, da schluckt der Specht, da drosselt die Dorf. Senior! Sie sollen aufhören. Wir dulden hier keinen fliegenden Händler. Oh, ich fliege nicht, Senorita. Ich fliege nicht. Ich laufe. Kein Schritt näher. Entweder nehmen Sie Ihr blaues Ungeheuer und Sie fahren davon, oder Sie nehmen einen Drink in meinen schönen Saloon. Also, Enklein, schnasseln tät's ja jetzt schon gern. Oder vielleicht doch Enklein größeren. Komm, Doktor. Bei uns gibt's Whisky, Brandy und Tequila. Und was ist mit Tee? Tee? Okay. Man wird doch wohl noch fragen dürfen, wenn ich mich nicht irre. Ich reite jetzt zur Mission der Paloma. Will sehen, ob der eiserne Pfeil sein Wort hält. So ganz kann man diesen Rothäuten ja nie trauen. Recht hast du. Ich komme mit. Es könnte gefährlich werden. Ach, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich kann mit deiner Waffe umgehen. Okay, aber wir halten uns im Hintergrund. Ja, die Händler sollen sich die Maricopas schmutzig machen. Reitet schon vor, ich komme danach. Okay. Habt ihr das gehört? Hier ist eine schöne Teufelei im Gange, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, die wollen der Paloma von der alten Mission anschlawitschen. Paloma? Alte Mission? Später. Wir müssen sie warnen. So eilig habt ihr es, Gentlemen.
Gefällt es euch nicht bei uns? Doch, aber wir... Wir brauchen eine ganz gute Antwort. Ja, weil wir nicht wollen, dass eine gewisse Paloma überfallen wird. Ganz schlechte Antwort. Gelauscht habt ihr? Jungs, diese Gentlemen mischen sich in meine Angelegenheiten. Kümmert euch bitte um sie. Ich hab es eilig. Der Kleine da ist Sam Hawkins. Mit dem haben bestimmt ein paar von euch noch eine Rechnung offen. Sorgt dafür, dass die drei nirgendwo mehr für Ärger sorgen. Aber wartet, bis ich weit genug weg bin. Ich bin es so empfindlich. Wollen wir nicht wollen, dass eine gewisse Paloma überfallen wird? Was Dämlicheres ist euch wohl nicht eingefallen, hm? Also ehrlich gesagt, nein. Aber ich hab's, euer Lokomobil, komm mit. Moment, Mr. Hawkins, mit Hartlis blauem Wunderwasser ist kein Schindluder zu treiben. Oh. Rote sieht sehr gefährlich aus. Noch etwas von dem Blauen und etwas von dem Grünen hier. So, ich hab's. Ah, jetzt brauchen wir erstmal eine Kerze, um die Brenner in Gang zu halten. Alpha Bibsch, das ist Dynamit. Halt mal. Was denn? Das ist unmöglich. Das kommt aus der Kerzenkiste. Schnell wegwerfen. Ach Gott sei Dank, bloß ein Blindgänger. Auch bloß ein Blindgänger. Und hoppa. Guck mal. Was? Zähne, weil ich hier. Komm denn. Meine Herren! Alle! Ja! Ja! Attacke! Und hoppa! Na, noch jemand Bedarf? Nein? Nur dann können wir ja wieder gehen. Kommt, Jungs. Wir müssen Paloma warnen, wenn ich mich nicht irre. Na, sag mal gut, so wenn's zum Kampf kommt, was machen wir da mit unserem kleinen Doktor? Auf den müssen wir noch viel mehr aufpassen, ne? Ah, schätze, Winnetou wird Paloma ebenfalls helfen. Und wenn wir Glück haben, und Firehand auch. Darf ich die Herrschaften mal was fragen? Jetzt nicht! Na ja, gut, dann. Heb ich mir das für später auf. Der Pfeil ist ein Sklave des Feuerwassers, das jeden guten Gedanken vertreibt. Winnetou, der tapfere und edle Häuptling aller Apachen. Du sprichst wie eine alte Squaw, die sich vom Heulen des Windes fürchtet. Es gehört oft mehr Mut dazu, Frieden zu schließen, als Krieg zu führen. Da hat er recht. Waffen haben noch nie Probleme gelöst, immer nur welche geschaffen. Old Firehand, du hast mit dem roten Mann nichts zu schaffen. Verschwinde! Ich habe mir eigentlich noch nie von jemandem sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Schon gar nicht von so einer Schnapsdrossel wie dir. Du wagst es. Oh, was für ein Tag. Erst fallen mir die Donnerbüchsen in die Hand und jetzt töte ich Winnetou und Old Firehand. Oh, Vorfreude ist doch was Schönes. Aber manchmal ist die Enttäuschung hinterher umso größer. Der eiserne Pfeil mag gehen.
Winnetou wird mit ihm kämpfen, wenn sein Verstand wieder klar ist. Es mag tapfer sein, allein gegen euch zu kämpfen. Aber was bringt mir die Tapferkeit, wenn ich dabei mein Leben verliere? Kinder, ey! Der eiserne Pfeil will eure Skalpel, koste es, was es wolle. Old Firehand! Soll dein Sohn für die Dummheit seines Vaters bezahlen? Lass ihn los. Der eiserne Pfeil ist Schande für jeden roten Mann. Nichts ist niedriger, als ein Kind zu bedrohen. Manitou mag den eisernen Pfeil richten. Nicht du! Ich sollte dich eigentlich übers Knie legen. Dieser Kampf hat gerade erst begonnen. Herr! Warum bist du nicht im Lager geblieben, wie ich es dir gesagt habe? Hä? Ich wollte nicht feige sein. Ist es mutig, sich in Gefahr zu begeben? Nein. Aber? Ich möchte doch auch so ein großer Westmann werden. Aha. Na, dazu gehört aber auch, dass man weiß, was man sich zutrauen kann und was nicht. Komm her. Ich will dir mal was zeigen. Was für eine Spur siehst du hier? Da. Da. Meine? Nee. Das ist die Spur von einem riesengroßen Esel. Esel? Der jetzt mit uns kommen wird. Es ist zu gefährlich, allein zum Lager der Apachen zurückzureiten. Wirklich? Ich darf mit zur Paloma Nakana? Es bleibt uns ja gar nichts weiter übrig, als dich mitzunehmen. Der eiserne Pfeil wird zur Mission einen Umweg reiten, um nicht gesehen zu werden. Wir müssen vor ihm da sein. Aber ich sage dir, mein Sohn, wenn es zum Kampf kommt und ich sehe auch nur eine klitzekleine Spitze deiner Eselsohren außerhalb der Mission, dann ziehe ich sie dir so lang, dass sie von hier bis nach Hohenstein Ernsthal reichen. Ei, ei, Sir! Ab! Psst. Hier bin ich! Was war denn los? Warum hat das so lange gedauert? Ach, Sam Hawkins und zwei andere komische Vögel hatten sich bei mir im Saloon eingenistet. Sam Hawkins? Diese kleine Ratte darf man nicht unterschätzen. Das weiß ich. Aber meine Jungs werden ihm schon das Lachen austreiben. Jetzt irrt sich dieser Zwerg nie wieder. Das klang ja so, als hättest du dir Sorgen um mich gemacht. Mach dir keine Illusionen. Du bist ein hübscher und interessanter Zeitvertreib für mich. Mehr aber auch nicht. Zeitvertreib? Sei vorsichtig. Ich hab Kerlen wegen kleiner Frechheiten schon mal eine Kugel in den Schädel gejagt. Nun spiel dich nicht auf. Wenn ich die Taschen nicht voller Dollar hätte, würdest du dich doch einen Scheißdreck um mich scheren. Oder bist du plötzlich sentimental geworden und guckst mich mit Schafsaugen an? Wohl kaum. Wenn er Geld hat, warst du doch noch nie wählerisch. Ja, und du? Du brauchst meinen Saloon, um deine verdammten gepanschten Brandy zu verkaufen. Und ich hab dir schon so manche Reisende in dein Todestal geschickt. Siehst du, Miranda, wir brauchen einander. Liebe ist etwas für Träumer und Versager. Wir aber verwirklichen unsere Ziele gemeinsam. Weißt du, manchmal denke ich, dass du mich irgendwann mal auch nicht mehr brauchst und dass ich in dein Bergwerk lande, wie all die anderen. Unsinn. Ich glaube, ich höre Reiter. Komm. Schnell. Winnetou, Cointa hat dich gefunden. Ja, der Ruf des Adlers führte mich hierher. Und das sind Old Firehand und sein Sohn. So brauche ich die Gefahr nicht mehr zu fürchten. Willkommen.
Ob rot oder weiß. Die Güte der Paloma Nakana wird an allen Lagerfeuern gerühmt. Übrigens, der junge Mann hier ist sehr eifrig, wenn es darum geht, sich unnötig in Gefahr zu begeben. Gar nicht wahr. Oh, sehr wahr, mein Sohn. Und deshalb, Paloma, sollte er unter allen Umständen drin in der Mission bleiben. Aber Pa! Keine Widerrede. Hey. Habt ihr von Martin gehört? Leider nein. Keine Spur von eurem Verlobten. Niemand hat Martin von Adlerhorst seit Monaten gesehen. Mein Herz sagt mir, dass er noch lebt. Versprecht mir, dass ihr ihn finden werdet. Winnetou und Old Firehand werden den weißen Mann zu Paloma Nakana bringen. Ah, Winnetou und Old Firehand schon da? Dann können wir gleich wieder umkehren, wenn ich mich nicht irre. Heute ehrt Winnetous großer kleiner Freund Sam Hawkins. Winnetou weiß, dass er in der Stunde der Not immer auf Sam Hawkins zählen kann. Na, mein gut, so, jetzt hat er dich aber tüchtig gebauchmietet, ne? Und auch Old Firehand, was für eine Freude! Sicher habt ihr schon gehört, dass die Maricopas auf dem Weg hierher sind. Wissen wir, Sam, der eiserne Pfeil wird bald hier sein. Wenn auch ich mich vorstellen darf, Dr. Jefferson Hartley, zu euren Diensten. Sehr erfreut, einen Arzt können wir hier sicher bald brauchen. Das ist kein Arzt, sondern ein Scharlatan. Handelt mit Wunderwasser. Aber das einzige Wunder daran ist, dass es die Leute kaufen, wenn ich mich nicht irre. Aber sag doch mal, Herr Doktor, vielleicht finden wir ja auf eurem Lökomobil irgendwas, womit wir den Herrschaften Indianern ein tüchtiges Feuerwerk unter der Sitzfläche entzünden können, ne? Ne? Ja, natürlich! Ja, sag mal, soll ich mal vorhin die Stinkerei ausmachen? Oh ja, bitte, bitte sehr, bitte sehr. Mr. Hawkins? Ja? Ich habe für den Notfall ein Antiskalpiermittel dabei. Ich nenne es Haarfestiger. Das Zeug kommt bei mir leider zu spät. Hier. Oh. Ein Dutzend Ponys hat mir die Locken vom Kopf gerissen, wenn ich mich nicht irre. Ein Dutzend Ponys? Wie können denn so kleine Pferde Ihnen die Locken vom Kopf reißen? Ponys, das sind keine kleinen Pferde, sondern ausgewachsene Rothäute, wenn ich mich nicht irre. Du kriegst die Tür nicht zu. Ah, natürlich. Doch. Hier, das geht ganz einfach. So, ja. Wenn ich die Herrschaften noch mal was fragen dürfte. Ne? Wenn der Kerl da oben Old Firehand heißt, na, was gibt's denn da zu feiern? Oh. Schwertblöde! Winnetou, die Chiricahuas sind wirklich treue Freunde, auf die wir immer zählen können. Ja. Für die Paloma zu kämpfen, ist mehr als nur eine Ehre. Doch leider fanden meine Krieger noch immer keine Spur vom schnellen Wind. Er ist und bleibt verschwunden. Die Maricopas kommen! Alles auf die Posten! Tod der Paloma Nakana! Und allen, die mit ihr sind! Sie haben die Paloma. Und Harry. Winnetou hat es gesehen. Ich habe Angst, Winnetou. Rivana habe ich schon verloren, nicht auch noch Harry.
Nun trifft dem weißen Häuptling das gleiche Schicksal wie Lata Nalgut. Und er verliert seinen Sohn. Manitou straft Old Firehand wie die Chiricahua-Apachen. Der Paloma und dem Jungen wird nichts geschehen. Das war diese Señorita Miranda. Und der Kerl, das war ein gewisser Rollard, hat einen üblen Ruf, wenn ich mich nicht irre. Die Spuren sind noch frisch. Wollen wir ihnen folgen? Vielleicht führen sie uns nicht nur zu Old Firehand, sondern auch zum schnellen Wind. Wir bleiben hier in der Nähe, falls sie wieder zurückkommen. Gut, Sam. Wir sind bald wieder da. Zu den Pferden. Tal des Todes hier in Bad Segeberg, und während sich vorne auf der Bühne so ein bisschen der giftige Dampf aus der Quecksilbermine verzieht, haben wir Gelegenheit, hinter der Bühne zwei der diesjährigen Hauptdarsteller zu treffen. Sam Hawkins und Hobble Frank, natürlich Jochen Baumert, hier Segeberger Urgestein mittlerweile, und Jörg Bundschuh. Jochen Baumert, ja. Ihre 20. Saison hier in Bad Segeberg? Ja, 82 habe ich hier angefangen als Sam Hawkins. Und wie war es in diesem Jahr? Fast 72 Vorstellungen liegen hinter euch. War es anstrengend, oder? Das war schon anstrengend. Wenn man ein bisschen älter wird, so wie ich, vor 20 Jahren war ich 20 Jahre jünger, ist klar. Und da ist es natürlich immer ein bisschen anstrengender. Es wird jedes Jahr anstrengender, aber es ist immer schön. Es ist immer so toll, wenn man als Erwachsener in Wilden Westen, haben wir hier nicht, aber den Kalkberg, wir können also spielen wie die Kinder, Wilden Westen, Sam Hawkins, tolle Rolle und wunderbar. Und ich bin sehr glücklich hier. Wie ist es mit Ihnen, Jörg Bundschuh? Sie sind zwar kein Freilichtbühnen-Greenhorn, aber doch hier in Segeberg zum ersten Mal als Hobble Frank, als stolpernder Frank mit sächselndem Dialekt. Wie war es für Sie? Nass. Also dieses Jahr war es wirklich extrem nass. Aber ich sag mal, ansonsten ein tolles Team, ein tolles Klima, abgesehen von der Nässe. Ja, mit Jochen ist es sehr in Ordnung. Also nee, macht Spaß. Zusammen. Also wir blödeln ein bisschen hinter der Bühne. Ist eine schöne Geschichte, macht sehr viel Spaß. Und ja. Sind schöne Rollen. Wie ist das denn, wenn ich dir noch eben den Sachsen in diesem Stück fragen darf? Der Hobble Frank ist ja als Sächselnder angelegt. Sie sind nun Berliner. Werden Sie auch in Zukunft sächseln? Und vor allen Dingen, können Sie wieder gerade gehen oder wird immer noch gestolpert? Also ich sag mal, das Sächseln nur das Wertsch, also hier mit der letzten Vorstellung und mit dem Bart dann ablegen. Und nee, also ich sag mal so, das kann man dann schon so nacheinander wieder ablegen. Und dann kommt erstmal ein bisschen Urlaub und dann bin ich wieder der Alte. Wie hat sich denn das Greenhorn Hobble Frank gemacht, Jochen Baumert? Ja, du musst doch nicht, aber ich bin sehr begeistert. Netter Kollege, und wir haben viel Spaß und wir können zusammen gut spielen, wir gucken uns in die Augen. Und das ist ja beim Theater immer sehr wichtig, dass man einfach Kontakt hat. Auch wenn man jetzt nicht Text hat, aber wenn der Kollege, man reagiert halt ganz anders. Und das finde ich eben toll an ihm. Und dann passen wir gut zusammen, er ist lang und dünn und ich bin klein. Und dick. Und dick. Nein, dick bin ich nicht. Wollte ich auch nicht. Den Sam Hawkins wollte ich nun nicht dick spielen, weil es gibt die Kammerdull, es gibt den dicken Jemmy und da knall ich mir natürlich immer einen Bauch vor. Aber ich bin halt klein und mein Bart lieben die Kinder so. Wie ist das bei den Komikern? Ihr seid zu zweit bzw. im Stück sogar zu dritt. Ist es als Komiker leichter, sozusagen nicht ganz alleine da zu agieren? Oder aber ist so ein bisschen Konkurrenz auch zwischen den einzelnen komischen Rollen? Konkurrenz eigentlich überhaupt nicht. Es macht Spaß, mit Leuten zusammen zu sein, die gut sind und mit denen man sich versteht. Und da kann man auch sehr gut zusammen spielen. Und dann, ob der nun einen Applaus mehr kriegt als der andere, das ist uns eigentlich völlig egal. Wir stehen uns hier als Partner gegenüber und spielen miteinander Theater. Und das ist die entscheidende Sache. Und ich sag mal, solange wir miteinander spielen und nicht gegeneinander spielen, haben auch die Zuschauer was davon. Ja. Ärgert es Sie eigentlich, dass Ihre Rollen und damit auch Ihre Namen nicht auf den Plakaten sind und wenn es um die Stars hier in Bad Segeberg geht, eben nicht so präsent und in der ersten Reihe sind? Nee, damit habe ich überhaupt kein Problem. Also ich sag mal, wir spielen hier unsere Rollen und haben unseren Spaß. Wir haben eine andere Vita und dementsprechend sind wir sicherlich werbetechnisch nicht ganz so verwertbar wie, ich sag mal, die Kollegen aus den Staaten oder so. Aber wir machen unseren Job und spielen miteinander und das macht viel Spaß und das ist das Entscheidende. Was sagt Sam Hawkins dazu, der ja nun hier wirklich, ich habe es eingangs gesagt, zum Urgestein gehört? Ja, also ich bin jetzt froh, dieses Jahr, dass ich mich ein bisschen durchgesetzt habe, dass ich auch in diesen Prospekten drin bin,
mit Figur, weil ich stehe oft da oben und gebe Autogramme und Kinder fragen, wo bist du eigentlich drauf? Und diesmal ist es uns gelungen, dass ich als Sam Hawkins da bin, kann ich natürlich leichter unterschreiben und die Kinder sehen mich und das finde ich auch sehr, sehr gut. Auf dem Plakat, naja, das hat Jörg ja schon gesagt, es ist halt wichtig, dass die Stars für die Presse da sind und die sollen auch aufs Plakat. Also ich hatte immer gedacht, dass die Namen mal drauf kommen, aber okay, das ist halt hier nicht der Fall und das wollen sie auch nicht mehr machen. Also insofern ist es in Ordnung so. Wie sieht's aus jetzt nach Karl May? Die Saison geht zu Ende, die Freilichtsaison hier in Bad Segeberg. Was gibt's für Jochen Baumert als nächstes? Ich spiele mit Gerda Gmelin im 24. November ist Premiere von Samuel Beckett. Glückliche Tage, das ist ein Zwei-Personen-Stück. Und ich spiele den Willi, es kommt ja nur ein Mann und Frau vor. Und ich freue mich darauf, weil das ein sehr gutes Stück ist und ein sehr interessantes. Und endlich mal wieder ein bisschen mehr Kunst zu machen. Und da freue ich mich drauf. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Jörg Bunschuh, was liegt für Sie an? Urlaub. Erstmal. Nee, also ganz so ist es nicht. Also natürlich erstmal zurück nach Berlin zur Familie. Dann tatsächlich ein bisschen Urlaub und dann bin ich noch mal eine Weile in Dresden, Charlies Tante. Und ja, danach wird man erstmal sehen. Gut, das war die Abteilung Schelm. Wir kommen jetzt zu der Abteilung Schurke. Und ich nehme mal an, die Schurken sind gar nicht so schlimm, wie die Schelme gar nicht so lustig sind, jedenfalls in Wirklichkeit. Oder ist das so? Nein, das stimmt schon. Die ja, klar. Schelme sind nicht so lustig. Wir haben gerade gesehen, die Schelme sind gar nicht so lustig und die Schurken sind gar nicht so böse. Allegra Cortes, wir haben sich wohlgefühlt in der Rolle der finsteren Miranda. Also am Anfang war das schon eine Herausforderung für mich, weil ich bin gar nicht so zickig im Leben, wie ich auf der Bühne wirke. Jemand aus dem Publikum hat irgendwie gesagt, ich wäre arrogant als Miranda. Und das hat mir gut gefallen, weil sie sollte auch arrogant sein, ein bisschen. Mir persönlich war das schon eine Herausforderung, weil ich bin eigentlich eine ziemlich sanfte Person. Aber ich glaube, jede Frau hat das innere Zicke oder Bitchen, wie man es in Englisch sagt. Und das habe ich dann richtig so ein bisschen austoben können. Sie waren zum ersten Mal auf einer Freilichtbühne. Wie war das? Also es war ein Schock. Man kann sich nicht dafür vorbereiten. Man kann nette Kollegen haben, die einem helfen, die das schon gemacht haben und dir ein bisschen zeigen, wie das ist. Weil es geht nicht nur um Schauspielen, aber auch wie die Bewegung, dass man einfach die Präsenz da ist von Figur her. Das ist nicht immer bei mir gelungen, aber meistens. Ja, Joschi Peters, Sie als alter Hase hier auf der Freilichtbühne in Bad Segeberg, Sie haben hier schon den Held gespielt, in diesem Jahr den Schurken. Wie hat es sich denn gemacht? Sie hat es gut gemacht und ich denke mal, es ist, wenn man im Freilichttheater anfängt, ist es immer ein Problem. Das heißt, das ist eine ziemliche Umstellung von einem normalen Theaterbetrieb auf eine Freilichtbühne und dass man dort anfänglich vielleicht ein paar Schwierigkeiten hat, ist normal. Die habe ich auch gehabt. Also die hat auch, glaube ich, jeder, der hier das erste Mal einsteigt. Ich habe es gerade erwähnt, Sie haben auch hier schon den Old Shatterhand gespielt. In diesem Jahr nun der finstere Roulin, der die Menschen in seiner Quecksilbermine zugrunde richtet. Was spielen Sie denn lieber? Ich muss sagen, solche Figuren wie der Roulin liegen mir wesentlich mehr. Es macht einfach mehr Spaß. Die haben mehr Futter und man kann mehr Facetten zeigen, als nur gut zu sein. Allegra, Sie sind nun mal die Tochter von Christine Kaufmann und Toni Curtis. Was würden Sie sagen hier, die Saison betrachtend in Bad Segeberg? Hat Ihnen Ihr Name nun ja, geholfen oder auch vielleicht geschadet? Ich kann mich nie von diesem Namen trennen. Wird nie passieren. Und ich werde immer assoziiert mit meinen Eltern. Ich bin sehr stolz auf meine Eltern, aber ich bin nicht meine Eltern. Ich bin eine getrennte Seele, die auch ihr eigenes Leben aufbaut. Insofern hat das mich nicht geschadet und auch nicht geholfen. Ich bin einfach, die haben mich nicht jetzt genommen, weil ich gehört, das heißt, die haben mich genommen, vielleicht doch, aber ich meine, nee, Quatsch. Aber natürlich, es ist halt mein Schicksal und damit muss ich mich einfach durch mein Leben befinden. Also, Sie machen auch Schmuck, haben eine eigene Schmuckkollektion. In welche Richtung geht Ihr Leben? Ist es jetzt mehr Schauspiel oder mehr Schmuck? Also wenn für mich das perfekte Leben wäre natürlich beides zu machen. Also Theater zu spielen, Filme zu drehen und auch natürlich mein zweites Bein, meinen Schmuck aufzubauen. Aber ich werde beides machen. Man kann ja zwei Beine haben. Man hat ja zwei Beine. Aber ein Lokal in Bad Segeberg wie diesen Salon möchten Sie nicht aufmachen? Nein, auf gar keinen Fall. Vor allem nicht so schmutzig wie diese. Also wenn ich eine hätte, würde es ein bisschen sauberer aussehen. Ja, Joschi, Frage an Sie. Würden Sie Karl May vermissen, wenn Sie nächstes Jahr hier nicht mitspielen? Ich kenne es ja. Ich bin ja nicht jedes Jahr hier. Und wenn ich hier nicht spiele, dann vermisse ich schon arg. Das ist fürchterlich, hier drin zu sitzen und den Kollegen zugucken zu müssen und nicht selbst dabei zu sein. Also ich vermisse schon, wenn ich nicht da bin.
Wie geht's weiter? Nächstes Jahr auch wieder Karl May? Das entscheidet sich meist immer erst so gegen die Weihnachtszeit oder im Frühjahr. Es ist davon abhängig, was gespielt wird, ob man überhaupt eine Rolle findet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen die Frage, wie der eigene Terminkalender aussieht. Ob der Sommer frei ist, ob man sich den freischaufeln kann oder nicht. Und davon ist es dann abhängig. Also, nur tendenziell, die Lust ist natürlich immer da. Allegra, wenn Sie jetzt so diese Wochen hier in Bad Segeberg überhaupt in Deutschland Revue passieren lassen, sowohl die Arbeit, das Umfeld mit Ihren Kollegen, was nehmen Sie mit nach Amerika oder nach Hause? Ich nehme so vieles mit. Also für mich war das schon eine Lebensumwandlung, die ganze Erfahrung. Ich habe sehr viel Mut gelernt. Ich werde natürlich die ganze Freundschaften auch mitnehmen und die Lehre. Es war immer manchmal gut, manchmal negativ, aber ich habe sehr viel über meinen eigenen Charakter gelernt, über meine eigenen Grenzen, meine eigenen Ängste. Ich habe sehr viele Ängste hier überwinden und ich glaube, ich habe sehr viel über mich selber gelernt. Und ich nehme alles mit, also alles. Man muss ja leben, jedes Lebenserfahrung, ob es schlecht oder gut ist, zu positiver verwandeln, wenn man das kann. Und was daraus lernen und dann weitergeben. Aber es war für mich ein einmaliges Erlebnis. Also sowas werde ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben mitmachen. Oder nicht mitmachen, aber so wie das hier war, das kann man nicht wiederholen. Das war einfach einmalig. Das war schön. Ja, das waren die Schurken und die Schelme. Und wer von den beiden nun die Oberhand gewinnt im Tal des Todes, das wollen wir uns nun weiter anschauen. Die Hölle, aus der es keine drin gab. Roulins Aufseher Leflore genoss es, Herr über Leben und Tod zu sein. Mit der Peitsche herrschte er und für viele Sklaven in der Mine war die Peitsche das Letzte, was sie in ihrem Leben spürten. Einer dieser Sklaven war Martin von Adlerhorst. Ihm gelang die Flucht aus dem tödlichen Stollen, doch die Freiheit bedeutete das noch nicht. Kuliones! Schlagalarm! Sofort! Schlagalarm! Los! Was ist hier los? Senor, Adlerhorst will fliehen! Das Feuer in der Hölle wird noch viel heißer brennen! Senor, wir werden dich vier teilen lassen! Dazu muss er mich erst einmal haben. Und seinen billigen Fusel soll er sich woanders brennen. Nein! Böse, böse, böse. Du Tier verdienst es nicht zu leben. Wenn du mich tötest, bist auch du tot, Süßer. Ach, du musst mich leben lassen, um selbst zu leben. Ein klassisches Unentschieden, würde ich sagen. Mit leichten Vorteilen für uns. Und er nutzt meinen persönlichen Fluchtweg. Kein Schritt weiter, oder ich bringe ihn um! Madre mia, ist doch egal. In Mexiko gibt es Tausende wie ihn. Wir haben dir übrigens jemanden mitgebracht. Paloma! Und noch lebt das Täubchen. Wir hätten einfach noch keine Zeit, sie umzubringen. Lass das Messerchen fallen, Adlerhorst. Oder ich leg die Kleine hier um. Dein Täubchen hier wird den Göttern der Maricopas geopfert. Lauf, Paloma! Ruhe! Ihr Schweine, lasst sie los! Newton, schaff sie zu dem Pferd. Yeah. Juanito. Diego, Senor. Weg mit ihm. Hier. Yeah. Herr von Adlerhorst, sollte noch eine kleine Lektion bekommen. Richtig, Darling. Edler Ritter, mein Held, seht ihr das Arbeitstier dort unten? Da! Euer Fluchtversuch macht euch zu seinem Henker. Nicht ihn tragen! Fahrt doch zur Hölle, Roland. Aber wahrscheinlich kommt ihr daher, ihr elender Bastard. Schnauze!
Juanito. Jäger, Senor. Schaff das Blaublut zurück in den Stollen. Zwischen. Und kette ihn diesmal richtig an. Ja. Ich glaube, er steht darauf. Und nimm diesen kleinen Bastard hier gleich mit. Mein Vater und Winnetou werden mich hier rausholen. Dann könnt ihr was erleben. Ach, wie niedlich. Nur leider gibt's im Stollen kein Spielzeug. Schaff ihn weg. Ja. Ich hasse Kinder. Ach, hier stinkt es doch Gott erbärmlich. Da hast du recht, Darling. Allzu lange sollte man die Dämpfe auch nicht einatmen, die bei der Erhitzung des Gesteins entstehen. Doch nur so kommt man an das wertvolle Quicksilber heran, das in dem Gestein eingeschlossen ist. Durch die Hitze fließt es förmlich heraus. Und dort wird das wertvolle Element eingefangen. Und wie viel produzierst du täglich von dem Zeug? Genug, um uns beide sehr reich zu machen, Darling. Qué bueno. Ach, Juanito. Sí, diga, señor. Lösch das Feuer in der Destille. Ja. Hey, du und du da, lösch das Feuer. Sofort. Señor, werden wir wieder Brandy brauchen? Ja, ich glaube schon. Komm, mein Schatz. In Maricopa-Lage erwartet uns eine wunderschöne Zeremonie. Die Taube der Wälder wird endlich geschlachtet. Der eiserne Pfeil, Häuptling der Maricopas, hatte noch nie einen Kampf verloren. Doch an diesem Tag schienen die Skalpe an seinem Gürtel nur noch wie ein Schatten der Sonne seines einstigen Ruhmes. Verwundert und gedemütigt kehrten die Maricopas nach ihrem Überfall auf die Mission der Paloma zu ihren Wigwams zurück. Manitou hat die Maricopas verlassen. Das Volk ist schwach wie eine alte Squaw, die im Fieber liegt. Die Paloma Nakana ist nicht in unserer Hand. Die Maricopas haben ihre Ehre verloren. Die Maricopas haben ihre Ehre nicht verloren. Seht, die Paloma Nakana kommt als Gefangene in euer Dorf. Aber nicht wir waren es, die sie überwältigt haben. Das ist wahr. Aber nur durch eure Hilfe konnten wir sie gefangen nehmen. Sieh, die Krieger der Maricopas haben tapfer gegen Winnetou und Firehand gekämpft. Die Paloma soll nun euch gehören und Arklandor, dem Donnervogel, geopfert werden. Ist der eiserne Pfeil zu schwach, um eine Squaw gefangen zu nehmen? Braucht er die Hilfe eines räudigen Hundes, der es nicht wert ist, vor seinen Mokassins zu knien? Chiara Shimemwa! Ganz schön aufmüpfig, die Kleine, hä? Wäre ihr wohl lieber gewesen, in meinem Bergwerk bei ihrem Geliebten zu landen? Zu dumm, dass er mir seine Plantage damals nicht verkaufen wollte. Jetzt würde er sie mir wohl am liebsten schenken. Endlich gehen unsere Pläne auf. Die Apachen und die Maricopas werden sich jetzt die blutigste Schlacht aller Zeiten liefern. Sicher, aber jetzt schweig lieber. Die roten Männer mögen es nicht, wenn eine Frau in ihrer Gegenwart spricht. Winnetou, da unten ist Roland. Die ganze Bande. Der eiserne Pfeil will die Paloma Nakana tatsächlich opfern. Aber wo ist Harry? Die Spuren haben uns gezeigt, dass sie im Tal des Todes gefangen ist. Ja, du hast ja recht. Am liebsten würde ich da sofort hinreiten, aber die Paloma schwebt im Moment in größerer Gefahr. Ja. Old Firehands Sohn ist das Geisel zu wertvoll, um getötet zu werden. Hoffentlich vermasselt uns dieser blaue Wunder-Doktor Quacksalber nicht alles. Keine Sorge, Sam Hopkins und Hobble Frank sind bei ihm. Komm, lass uns die Maricopas weiter belauschen und beobachten. Ja. Sonataka verlangt viel vom eisernen Pfeil. Er soll eine Squaw töten, die den Apachen heilig ist. Ja, und warum zögerst du? Wer hat doch... Schweig! Keine Squaw hat das Recht, im Lager der Maricopas das Wort zu ergreifen. Im Wigwam kannst du sprechen, aber nicht hier in Gegenwart des Häuptlings. Was erlaubt sich dieser... Der eiserne Pfeil hat recht. Als seine Gäste beugen wir uns selbstverständlich seinen Wünschen.
Doch die Paloma muss sterben. Um zu zeigen, dass ich die Gastfreundschaft der Maricopas zu schätzen weiß, werde ich einen weiteren Wagen mit Feuerwasser bringen. Sobald er da ist, beginnt ihr mit der Opferzeremonie. So soll es sein. Die Ältesten werden jetzt am Fluss beraten, mit welchen Qualen die Paloma Nakana geopfert werden soll. Ihr Blut soll Arklandor, den großen Donnervogel, gnädig stimmen. Kinder! Du hattest recht, Winnetou. Harry wird tatsächlich in der Mine gefangen gehalten. Zuerst müssen wir die Paloma Nakana befreien. Ja, aber dann schnapp ich mir diesen Roland, das wird er nie wieder vergessen in seinem ganzen Leben. Wenn der eiserne Pfeil mit dieser Fuhre nicht zufrieden ist und die Paloma tötet, knall ich diesen verdammten Saufkopf ab. Und ich werde dir dabei helfen, Senor. Los, gib dem Gaul was zu saufen. Ist noch ein langer Weg. Also mir wäre wohler, wenn wir das Kind nicht den Berg weggelassen hätten. Nicht, dass er stirbt. Was redest du denn da? Wenn sich die Indianer die Schädel einschlagen, durch diesen Feuerhand erledigt habe, werde ich diesem Bengel eigenhändig die Kehle durchschneiden. Aber das ist doch nicht dein Ernst. Er ist ja noch ein Kind. Nun, werd nicht sentimental, das passt überhaupt nicht zu Aber dir. Schnauze! Dann steige ich sofort aus der Sache aus. Und lass das Gequatsche. Du hängst in der Sache genauso mit drin wie jeder von uns. So, und jetzt lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Also ihr könntet reiten, aber ohne mich. Frauen! Kommt, Jungs. Wir müssen sie zurückholen, bevor sie uns Ärger macht. Ja! Vamos! Ja! Die wollen ins Maricopa-Lager. Das ist die Gelegenheit. Ja, zum Abhauen. Nee, zum Mitfahren. Wir drei fahren mit den Kerlen mitten ins Indianerlager. Sam, du alte Krawallwurzel, ich weiß genau, was du vorhast. Passe mal auf, mein Gutster. Wir zwei Bähne, wir hüpfen hier rein. Und unser kleiner Doktor, der hüpft hier rein. Komm, Doktor. Was denn? In das Fass? Nö. Oh. Das ist ja voller Brandy. Ja, na und? Nur nichts davon trinken. Ehrenwort. Vielleicht ein ganz kleines Schlückchen. Auf gar keinen Fall nicht. Los, Huppenei. Huppenei. Vielleicht doch ein ganz kleines Schlückchen. Mir das nicht nochmal vorkommt. Wenn du nicht so verdammt hübsch wärst, hätte ich dir eine Kugel verpasst. Ach, das ist das blödste Kompliment, das ich je bekommen habe. Okay, wir ziehen das hier durch. Aber wenn du dem Kind etwas tust, dann. Was? Dann? Ha? Ach bitte, Männer und Waffen. Schon gut. So, und jetzt auf ins Lager der Maricopas. Seid ihr fertig, Männer? Ich bin stolz auf euch. Wenn ihr so weitermacht, bekommt ihr ein paar Bonus, mein. Und jetzt auf! Das Lager der Maricopas! Ja! Sonataka kommt gerade recht, um zu sehen, wie die Paloma Nakana ins Land des Todes geht. Hola, Vermelito! Das ist ja sehr, sehr gut. Und hier ist euer Feuerwasser. Trinkt, damit die göttlichen Visionen zu euch kommen. Das Opfer möge beginnen. Die Zeit ist da. Die Paloma Nakana soll sterben. Der eiserne Pfeil versündigt sich. Komm schon! Wir sind drin! Das ging aber einfach.
den er da häme. Der Kerl ist nicht nur halb blind, sondern auch schwerhörig, wenn ich mich nicht irre. Oh, Winnetou und Feierhin, das Maricopa-Dorf ist ein beliebtes Ausflugsziel, wenn ich mich nicht irre. Oh, ich sehe, es wird brenzlig. Was können wir denn tun? Die Maricopas fristen Aklando, den großen Donnervogel. Das werden wir ausnutzen und ein Blutvergießen vermeiden. Und wenn sie fliehen, holen wir uns die Paloma. Genau so machen wir's. Der große Donnervogel möge in seinem finsteren Reich verweilen und nicht nach den Seelen der tapferen Maricopas greifen. Dieses Opfer soll Aglandor gnädig stimmen. Krieger der Maricopas! Aklandor, der große Donnervogel, ist gekommen, um euch zu verjagen. Ihr wollt ein Menschenkind opfern. Das ist eine Schande für jeden roten Krieger. Verschwindet und kehrt nie zurück. Oder ich werde euch alle vernichten. Seid betäubt, passt auf sie auf. Winnetou! Komm, lass uns tauschen! Ja, tauschen wir! Wo ist mein Sohn? Rede! Keine falsche Bewegung! Oder die Taube ist tot! Alle Waffen runter! Sie ist das schönste Mädchen, das Texas jemals sah. Die Augen wie Brillanten und Blumenschmuck im Haar. Und dann verließ ich Caroline und auch die Rosalie. Und jetzt bin ich in Texas und sie in Tennessee. Was ist denn hier los? Klingt ja fast so wie bei der Taufe meines Neffen in New Jersey. Wenn mir hier keiner antwortet, dann kann ich auch gleich wieder in mein Fass zurückkrabbeln. Bravo, Darling. Senorita, mein Kompliment. So, jetzt bringen die Sache aber auch zu Ende. Wie, ich soll sie umbringen? Ja. Drück einfach ab. Macht schon, es macht Spaß. Ihr werdet sehen. Aber ich kann doch keine Hilfe. Nun schieß endlich! Au! Verdammt! Paloma! Weg hier! Ein Meisterschuss, Winnetou, wenn ich mich nicht irre. Also dieser Franzose, ne? Der versteht fein wirklich den Spaß nicht. Und der Kerl hat überhaupt keine Ahnung, wer Winnetou überhaupt ist. Ne? Der Coyote und Isco reiten in das Tal des Todes. Wir werden ihnen folgen, aber später. Was haben sie euch eingeflößt? Einen Trank, der müde macht und wehrlos. Ich danke euch, Mr. Verheed. Winnetou, ohne euch... Ihr werdet bald wieder gesund. Ihr dringt in das Lager der Maricopas ein. Ihr stört eine heilige Zeremonie. Und ihr kämpft gegen den Häuptling Eiserner Pfeil. Winnetou weiß ganz genau, dass jedes dieser Verbrechen würdig ist, dafür zu sterben. Ich werde mir die Skalpe der weißen Männer nehmen. Hier hast du meinen. Kann ich jetzt gehen? Du wagst es, den Häuptling Eiserner Pfeil zu verspotten? Nein. Der Eiserne Pfeil verspottet sich selbst. Geh zum Fluss, Eiserne Pfeil, und schau dir dein Spiegelbild an. Bist du noch der stolze Krieger, der du einst warst? Nein. Du bist der Sklave des weißen Mannes aus dem Tal des Todes. Wo ist er jetzt? Kämpft er mit dir oder ist der Feige geflohen? Es ist Manitus Wille, dass die Feinde der Maricopa sterben. Häuptling, im Grunde deiner Seele weißt du ganz genau, dass Manitus Herz weint, wenn er sieht, dass seine Kinder sich gegenseitig abschlachten und dass ihr die Paloma umbringen wollt, die den Apachen heilig ist. Stark sein, Eiserner Pfeil, kannst du nur durch dich selbst und nicht durch Feuerwasser. Und um das Feuerwasser zu besiegen, musst du dich selbst besiegen. Das ist der schwerste Kampf, den ein Mensch kämpfen kann. Eiserner Pfeil,
Du kannst umkehren, wenn du es nur willst. Winnetou wird dein Bruder sein. Und auch Old Firehand, weil auch er kämpft gegen die Weißen, die uns Rote betrügen wollen. Der eiserne Pfeil war blind wie eine alte Squaw, die schon seit 100 Sommern lebt. Sonatakas Worte waren vergiftet. Er wollte nicht die Freundschaft der Maricopas, er wollte ihr Herrscher sein. Und dafür wird er jetzt mit seinem Blut bezahlen. Richte nicht im Zorn, richte mit kühlem Kopf. Winnetou, wir haben jetzt die Paloma befreit. Komm, lass uns ins Tal des Todes reiten. Ich will meinen Sohn endlich in die Arme schließen. Ja, dort werden wir Antworten auf viele Fragen finden. Winnetou weiß, dass dort nicht nur Old Firehands Sohn wartet, sondern auch der schnelle Wind vom Stamme der Chiricahua-Apachen. Auch Latanalgut wird bald seinen Sohn in die Arme schließen können. Winnetou wird Latanalgut und die Chiricahua-Apachen rufen. Old Firehand sieht Winnetou im Tal des Todes wieder. Komm mit. Sam, ihr drei begebt euch auf schnellsten Wege zum Fort Prescott. Fragt dort nach Captain Alexander Phillips, sagt ihm, er soll mit einer Handvoll Männer ins Tal des Todes reiten. Wir werden Verstärkung brauchen. Häuptling, werden deine Krieger die Soldaten in Frieden passieren lassen? Wenn der. Das Beste, ja, no doubt. Eine Kleinigkeit für uns drei Hübschen, wenn ich mich nicht irre. Los, holen wir die Soldaten! Oh, da brauche ich einen neuen Slogan. Die Soldaten werden blass und blasser, fehlt ihnen Hartleys blaues Wunderwasser. Mir fehlt doch immer noch wieder was ein. Nicht immer, aber immer öfter. Los! Ich werde mit euch in das Tal des Todes reiten. Nein, mit Verlaub, Paloma, ihr seid noch viel zu schwach dafür. Ich habe gesehen, dass Martin dort ist. Der Mann, den ich liebe. Ich muss mit euch kommen, Mr. Firehand. Das verstehe ich. Kommt mit. Auch der eiserne Pfeil wird euch begleiten. Das freut mich, Häuptling. Vamos! Hey! Von Firehand und diesen verdammten Rothäuten zu sehen. Senor, ich weiß nicht, wieso Sie uns noch nicht eingeholt haben. Wir müssen uns verbarrikadieren. Los, Juanito. Si, Senor. Alle Gefangenen in die Stollen treiben. Wer nicht spurt, wird abgeknallt. Los, schnell mit euch. Und schaff mir Firehands Sohn und diese verdammte Rothaut hier. Wir werden sie als Geiseln brauchen. Ja. Juanito, mach schon. Si, Senor. Roulon, wär's nicht besser, wenn wir einfach verschwinden? All das hier aufgeben. Quecksilber bedeutet Reichtum. Und den hast du doch noch nie verschmäht. Ja, aber mein Leben ist mir wichtiger als die Dollars. Keine Sorge. Firehand wird aufgeben, wenn er sieht, dass ich seinen Sohn foltere. Foltern? Nun hör mit dieser Gefühlsduselei auf. Eine Mexikanerin kannst du schlagen, aber bei solch einem weißen Bastard brichst du gleich in Tränen aus. Ah! Juanito! Verdammt, er hat ihn skalpiert. Schafft ihn weg. Und findet mir diese verdammte Rothaut. Jetzt siehst du mal, was passiert, wenn man zu nachgiebig ist. Ihr verfluchten roten Teufel habt es verdient, dass wir euch ausrotten. Jetzt sollst du am eigenen Leibe erfahren, was es heißt, skalpiert zu werden. Heißer Mann! Dein Weg ist hier zu Ende. Ich höre nicht auf das Geschwätz einer Rothaut. Nur weil ihr aufrecht gehen könnt,
Habt ihr noch lange nicht das Recht, so mit zivilisierten Menschen zu reden? Manche Kojoten sind selbst zu dumm zum Heulen. Winnetou will, dass ihr all diese Menschen freilasst. Freilassen? Du musst den Verstand verloren haben. Bruno, das ist Winnetou. Der ist sowas wie ein Heiliger bei den Roten. Weibergewäsch. Was soll er denn allein gegen uns ausrichten? Winnetou kämpft allein auch gegen 100 Kojoten. Doch er ist nicht allein. Latanal wird die starke Hand sich sein Klon im schnellen Wind. Der weiße Mann wird sterben, wenn er ihn und die anderen Bleichgesichter nicht gehen lässt. Hier ist Old Firehand. Auch ich bin nicht allein. Bei mir ist der eiserne Pfeil, der Häuptling der Maricopas. Du? Du verrätst mich, der ich dich mit Feuerwasser versorgt habe. Du verrätst deinen Freund? Sonataka war nie der Freund der Maricopas. Und ein falscher Freund ist schlimmer als der ärgste Feind, weil er das Herz täuscht. Und deswegen werde ich mir deinen Skalp nehmen. Skalp? Das ist das richtige Stichwort für mich. Das Spiel ist aus, Monsieur Rollard. Das Bergwerk ist von allen Seiten umstellt. Und auch wir haben jemanden mitgebracht. Einige Soldaten der Vereinigten Staaten, wenn ich mich nicht irre. Captain! Ach Gottchen. Rollard, wir müssen aufgeben. Es ist vorbei. Vorbei? Es fängt doch gerade erst an. Sollen sie uns doch holen mit all ihren Gewehren und Kanonen. Männer, Feuer frei! Schießen wir die ganze Mine zusammen. Los, hol den Jungen. Jetzt ist der Bastard fällig. Nein! Ich habe bisher immer für dir gehalten. Aber ich werde kein Kind umbringen. Los, hol den Jungen, oder? Oder was? Oder du stirbst hier mit ihm zusammen. Das magst du nicht. Ich gehe und ich hol das Kind und ich bringe ihn in Sicherheit. Als Maul, hol den Bastard! Hey! Lauf, Bastard, schnell! Hey, geh unter die Treppe dort! Warte! Und da versteckst du dich! Jetzt! Sei vorsichtig! Und da bleibst du! Ja! Nein! Dann verreck, du Schlampe! Nein, bitte, Rilla, nein! Sie war eine Närrin! Sie hat geglaubt, sie könne sich vor dem Galgen retten, wenn sie den Jungen befreit. Aber ich bin nicht so dumm! Ihr wollt mich töten! Aber ihr kriegt mich nicht! Sonataka, Stunde des Todes ist da! Halt's Maul, du rote, versoffene Missgeburt! Der eiserne Pfeil tötet keinen wehrlosen Kojoten. Sonataka mag sich selber richten. So seid ihr Roten. Immer verdammt edel und stolz. Aber wir Weißen werden überleben. Weil wir immer noch ein Ass im Ärmel haben. Ha! 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 Und Gentlemen, ich bedauere zutiefst, dass ich Sie jetzt verlassen muss. Aber ich wähle den Weg in die Freiheit! Au revoir. Weißer Mann, wohin? Hier geht's nicht weiter.
Verschwinde, Rothaut! Hier hat sich noch niemand in den Weg gestellt. So, jetzt werdet ihr ein Wunder erleben. Oh, mon Dieu! Welch prächtiger Ausblick hier oben. Und von hier aus seid ihr alle so leicht abzuknallen. Ja! Hilf mir! Der Kampf ist zu Ende, weißer Mann. Winnetou wird dir helfen, damit du deine gerechte Strafe bekommst. Dein Weg führt nicht in die Freiheit. Du bist zu weich, Winnetou. Du hättest mir nicht helfen dürfen. Jetzt werde ich dich töten. Das werden wir gleich beide wissen, wie es im Jenseits ist. Der weiße Mann mit der schwarzen Seele hat sich selbst gerichtet. Pa! Perry! Dr. Ken! Schätze, ihr hättet Monsieur Roland mit eurem blauen Wunderwasser wieder fit gekriegt, wenn ich mich nicht irre. Nein, Mr. Hawkins! So viel Wunder sind nun auch nicht in dem Wasser drin. Nee, das glaube ich allerdings auch nicht. Aber sagt mir mal, wieso sucht ihr euch eigentlich keinen ehrlichen Beruf? Ja. Oh, ich könnte in die Politik gehen! Einen ehrlichen Beruf! Senorita, der Kampf ist vorbei. Ihr habt meinem Jungen das Leben gerettet, dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Oh, Sie haben einen tapferen kleinen Kerl. Sie können sehr stolz sein. Wo ist Roulant? In der Hölle. Oh nein. Seine Gier hat ihn umgebracht. Oh nein. Nein, ich habe ihn wirklich geliebt. Psst, nicht so viel sprechen. Aber der hat so große Träume gehabt von Reichtum und Macht. Und ich dachte nur, wenn ich bei ihm bleibe. Ihr habt rechtzeitig erkannt, wohin sein Weg führte. Ja, aber Liebe kann blind machen, Senor Firehand. Das wusste ich schon lange, aber leider war es zu spät. Nein, Senorita, es ist nie zu spät, den falschen Weg zu erkennen und den richtigen einzuschlagen. Oh doch. Doch für mich, lieber Gott, ist es zu spät. Glaubst du, dass Senorita Miranda an den Himmel kommt? Das wird ein anderer entscheiden, mein Junge. Martin! Paloma! Dass ich dich noch einmal in meine Arme schließen darf. Ich habe nicht mehr daran geglaubt. Ich habe gewusst, dass wir nicht für immer getrennt sind. Und von jetzt an werden wir es nie wieder sein. Ganz bestimmt nicht. Nie wieder. Lathar Nalgut, die starke Hand, freut sich, seinen Sohn wiederzusehen. Ich freue mich auch. Er kann heimkehren. Dorthin, wo sein Platz ist. Lasst uns in die Pueblos zu den Frauen und Kindern reiten. Dort ist auch der junge Krieger willkommen. Klar komme ich mit. Abenteuer sind ja ganz schön und gut, aber das hier war mir doch etwas zu aufregend.
Man soll Mut nicht mit Leichtsinn verwechseln, stimmt's? Stimmt. Das merkst du dir jetzt mal, mein Sohn. Oh, jetzt habe ich Ihnen nicht mal mein blaues Wunderwasser angeboten. Ja, Sie sagten, Sie verehren die heilige Medizin. Das versteht ihr falsch. Das Schlimmste für einen Indianer ist der Verlust seines Medizinbeutels, wenn ich mich nicht irre. Das kenne ich aber auch. Bei uns zu Hause war auch immer gleich die Hölle los, wenn ich einmal die Medizin von meiner Ollen nicht gefunden habe. Das klingt aber sehr gefährlich, ja, wenn ich mich nicht irre. Was gefährlich? Ich bin schon zu Fuß und ohne Proviant durch den Llano Estacado gestiefelt, über die Rocky Mountains gekraxelt und durch den Mississippi geschwommen. Und zwar ohne Badelatsch, ne? Und ich war 20 Jahre verheiratet. Oh, das ist natürlich was ganz anderes. Das will ich rein, wenn ich mich nicht irre. Winnetou und feiern. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, ihr drei. Winnetou, mein Freund. Wie viele Menschen mögen hier im Tal des Todes ihr Leben gelassen haben? Winnetou weiß es nicht. Doch dieses Tal wird kein Todestal mehr sein. Dafür werden Apachen und Maricopas gemeinsam sorgen. Komm, lass uns diesen grauenvollen Ort verlassen. Für immer. Ja, mein Freund, lass uns reiten. Wenn die Sonne am Morgen die Dunkelheit der Nacht vertrieben hat, werden wir bei den Pueblos der Apachen sein. Komm, Ilchi. Den weißen Schurken war endgültig das Handwerk gelegt. In der Mine des giftigen Silbers wurde nie wieder Menschen geschunden. In das Tal des Todes kehrte das Leben zurück. Und wir sind auch zurückgekehrt. 72 Mal haben Winnetou und ich in der abgelaufenen Spielzeit hier am Kalkfelsen in Bad Segeberg dem Guten zum Sieg verholfen. Das Gute hat gesiegt im Tal des Todes, Gott sei Dank. 72 Mal ritten Winnetou und sein weißer Bruder Old Firehand mit ihren ganzen Helfern und Indianern gegen das Böse, gegen den Schurken Roland und brachten ihn zur Strecke. 72 Mal ritten Gojko Mitic als Winnetou und Rainer Schöne als Old Firehand hier in Bad Segeberg für das Gute. Gojko, sind Sie es leid? Das glaube ich nicht. Ja, glaubst du nicht? Nein, na gut, wenn mein Freund Old Firehand das meint, glaube ich auch nicht. Nee, es ist okay. Ich hatte einziges Problem, was ich hatte zu dickes Kostüm gehabt. Und ich habe sehr viel geschwitzt. Darunter habe ich mehr gelitten als die ganze Bewegungen und alles. Reiten, Kämpfen, das macht ist Spaß. Es ist so gut, nötig, statt zu sagen, ich brauche ein anderes Kostüm, macht mir eins aus feinsten, ich weiß nicht, Fledermausohren, das gibt ja genug hier. Hatte dieses Büffelkostüm, was Hertha ja wunderbar genäht. Ja, die haben sich Mühe gegeben, die Mädels. Ja, ich hätte hier aber rechtzeitig reagieren müssen. Aha, er ist immer so gutmütig. Wie ist das bei Ihnen, Rainer? Ich bin jetzt gerade erst warm geworden, ja. Nee, das ist komisch. Zu Anfang denkt man, okay, nach den ersten beiden, da ist ja eine Woche frei. Ne? Oder so, das ist das erste, die halbe Woche frei. Und dann denkt man, noch 70 Vorstellungen. Und dann sind es noch 60. Und oh, ist ja noch viel. Und plötzlich sind es nur noch nichts mehr oder so. Und das ist schon, es ist eigentlich ein wehmütiges Gefühl. Mit TH. Was auch immer das heißt. Nein, ich habe in ihrer Vita nachgelesen, so ein bisschen geschnüffelt. 1964, zum ersten Mal als Indianer vor einer Kamera gestanden. Stört Sie so ein Etikett wie Berufsindianer? Ja, naja, das hat man jetzt gegeben. Ich dachte, naja, okay, ich meine, das ist eine Last, die man gerne trägt. Das ist kein Problem. Ich meine, ich habe tatsächlich, was habe ich? Damals habe ich 3 Karl-May-Filme dabei mitgemacht. Das waren natürlich etwas kleinere Rollen. Aber danach kamen 12 Indianerfilme richtig mit Hauptrollen und mit dem großen Erfolg. Sag mal, Eis in der Vorhang Richtung Osten. Alle Leute, heutzutage noch, kommen hier im Theater die Bürger irgendwo aus Sowjetunion und ehemalige Sowjetunion und sind so froh, wenn sie einen begegnen. Und da merkt man erst im Nachhinein, was für Wirkung diese Filme alles erzielt haben. Ich glaube, es gibt viele Schauspieler, die gerne ein Etikett hätten und es nie gekriegt haben. Und so ein Etikett Berufsindianer zeigt ja auch eine gewisse Verehrung ihm und seiner Arbeit gegenüber. Na guck mal, im Moment jetzt kann ich was dagegen legen. Ich habe gerade gestern und vorgestern gedreht. Ich spiele einen Marschall, Sokolowski, einen sowjetischen Marschall. Also
Höher kann man nicht befördert werden, oder? Man kann Papst werden. Ach so, das ist nur höher. Rainer Schöne, Sie leben und arbeiten in den USA. Sie sind Film- und Fernsehschauspieler, Sie haben Platten gemacht, sind Sänger und Songwriter. Welchen Stellenwert hat für Sie hier Karl May, hat Segeberg für Sie? Also ich würde sagen, dass es so auf einer Top-10-Liste sicher unter den ersten drei rangiert. Weil es gibt da so manche arrogante Leute, die nie in Bad Segeberg waren und sagen, ja, das ist ja, das würde ich doch nicht machen, Freilicht und sowas. Aber ich glaube, jeder, der mal hier war, ich habe genug Kollegen gesprochen, die sagen, Mann, da würde ich aber wirklich gerne mal mitmachen. Wo hat man die Gelegenheit, vor fast 8000 Leuten in einer Vorstellung zu spielen und dabei noch, sagen wir mal, so 50% Kids dabei, die das ehrlichste Publikum sind? Ich glaube, wer einmal hier mitgemacht hat, der ist von dem Virus gepackt. Und wer es einmal gesehen hat, sagt, das muss ich eigentlich auch mal machen. Sie waren 1996 schon einmal hier am Kalkberg in Bad Segeberg in einer Titelrolle. Was würden Sie sagen, hat sich was verändert in den letzten 6 Jahren? Ich habe das ist das dritte Mal, dass Segeberg mir wieder angeboten hat, zurückzukommen. Zweimal hat es leider nicht geklappt. Ich wäre schon früher da gewesen. Und ich habe schon 96 gesagt, ich muss wieder her. Klar. Wer einmal diesen Staub hier geschluckt hat, der kommt immer wieder her. Ja. Gojko, wenn Sie diese Figur des Winnetou so betrachten, kaum noch eins der Kinder, auch die wahrscheinlich, die hier in der Vorstellung waren, hat ja je Karl May gelesen. Trotzdem übt diese Figur eine solche Faszination aus. Haben Sie selbst eine Erklärung dafür? Ja, ich glaube auch... Die Jugend vor allem, wir brauchen Vorbilder. Und was ist dieser Mensch, was ist dieser Winnetou? Was macht er? Womit fasziniert er? Seine Haltung, womit tritt er ein, wofür kämpft er? Das ist alles, glaube ich, das ist so gut so, dass die Jugend, jeder sich mit der Figur identifiziert und will derjenige sein. Oder mindestens sein Freund sein. Wie ist das bei Ihnen, Rainer? Mal weg vielleicht von dem hehren Helden Old Firehand, mal so ein richtiger Roland sein, mal so richtig den Schurken raushängen lassen, wäre das nichts? Ich habe einmal einen Schurken spielen sollen, gleich nach dem Scout, dann habe ich gesagt, das mache ich hier nicht. Ich spiele gerne im Fernsehen, im Theater, im Kino und sonst wo die Bad Guys, weil der Mephisto ist immer eigentlich besser als der Faust, also interessanter zu spielen. Alte Klischeegeschichte. Aber hier bin ich eher als Ikone unterwegs, als Idolfigur, denn als Schauspieler. Ich würde hier keinen Bad Guy spielen, um die Leute, um die Fans. Aber man möchte wahrscheinlich nicht dieses Image zerstören, dieses Bild zerstören, was sie von einem haben. Das ist genau der Punkt. Ja. Ich überlasse dir das Schlusswort, mein guter Bruder. Dem Guten zu Sieg zu verhelfen, es ist immer eine Freude. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich an meiner Seite wieder meinen weißen Bruder haben würde.